Hallo auch. Ja, ich habe das hier alles umsonst gebaut, denn hier soll unsere Schmelze hin. Und naja, die soll da halt hin und da brauchen wir aber mehr Platz. Und ich habe offscreen mal schon mal eben so ein bisschen was an Materialien gefarmt, in Sachen Clay hauptsächlich, damit wir uns eine 5x5 in entsprechender Höhe machen können. So, 3, 4, 5, nämlich die Tinkerschmelze. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt hatte. Aber die müssen wir wieder aufbauen. 5. 5. 5. Das soll die Größe sein. So. Ja. Da brauchen wir mal ein bisschen Werkzeug. Ich habe übrigens auch aufgeräumt. Da draußen steht nichts mehr, außer ein Hinweis für Rico, dass ich seine Klamotten mal bei mir verteilt habe. Er kann sich die dann ja da raussuchen. So, warte mal. Die machen wir mal kurz. Ah, du kannst da mal runterfallen. Warte mal, den Endermann. Komm, schieß. Jawohl. Hat er was Schönes gedroppt. Also hauptsächlich eine Enderperle. Jo, nice. Und sein Kopf. Schönes Ding. Enderkopf ist immer schön. So, jetzt können wir aber dabei gehen. Und zwar habe ich Clay und so ja besorgt. Entsprechend können wir uns jetzt einen Arsch voll Steel Bricks machen. Die wir nämlich ansonsten gar nicht mehr so groß da haben. Die haben wir noch. Ja, und das war es nämlich auch. Da braucht man, was braucht man für Steel Bricks? Warte mal, Grout. Das war Sand, Gravel und Clay. So, den Clay lassen wir erstmal da, weil wir müssen vielleicht nochmal irgendwas mit dem Deko-Table machen. Also nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher. Dann machen wir uns erstmal ein bisschen Grout. Den backen wir dann schon mal. Gravel, ich Trottel. Hey, today is a big day. Oh yes. Gravel. So. Den machen wir mal fertig und dann backen wir uns den Kram mal. Und warte mal. Machen wir mal so. Geht's ein bisschen schneller. Oh, noch Steaks drinne. Oh, noch Schwein drinne. Das packen wir hier mal eben in die. Ach. In die Kiste und warte mal, den Clay, den schmeißen wir gleich mal in die Deko-Bench. Ist doch egal. Haben wir doch hier noch, wa? So. Ja, das Problem ist natürlich, oder naja, Problem ist auch übertrieben, aber wir werden halt nur zwei Zugriffsseiten haben. Das heißt. Also die Wand hier, die muss ja auf jeden Fall weg. So, warte mal, den alten Enderkopf, den könnte ich auch noch mal wegschmeißen hier. So. Ja, das ist ja. Andererseits, wenn wir vorne genug haben, dann sollten wir ja eigentlich damit locker hinkommen mit zwei Zugriffsseiten. Aber dann klatschen wir die Wand trotzdem weg. Oh, nee, das Ding doch nicht. Das Ding, Mensch, so was. So was Beklopptes hier. So, oh. Na, toll. Na gut, müssen wir die halt per Hand klatschen. So, warte mal, das können wir auch schneller haben. So. Nee, das war einer zu hoch. Mist. Dann klatschen wir das Ding gleich wieder drunter. Das ist ja auch so, also wir werden ja auf jeden Fall das oben wahrscheinlich eh wegreißen müssen. In Anbetracht dessen, dass die Schmelze ja um einiges höher werden wird. Und naja, von daher ist das schon okay. So 5x5 sollen uns aber wirklich reichen. Dann können wir hier hinten. Nee, so war das nicht gedacht. Ach, scheiße. Es ist doch auch die wahre Pracht. So, so. Ja, was haben wir denn an sinnlosem Zeug? Ach, warte mal, dann kommen wir hier die Bricks hin. Ist doch egal. Ist ja nicht so, dass wir da keine von hätten. So. Und da kommen dann die Scharteine drauf. Tja, und da ist jetzt die Frage, also die Slabs, kann ich die eigentlich zurückverwandeln in. In Ganze eher nicht so, oder?
Oh, nee. Außer vielleicht so? Nee. Gut, dann kann ich die auch mal wieder wegmachen. Die sind nachher für optische Geschichten, aber wir haben ja bestimmt noch ein paar Seared Bricks da. Jo, reichlich. Und auch daneben hier haben wir schon mal den Tank und einen Controller brauchen wir natürlich. Komm, wir machen zwei Tanks. Und ein paar. Nee, Windows waren meine Tanks, ne? Genau, die Glas, die nehmen wir. Das muss noch ein bisschen am Brutzeln. So, dann machen wir uns hier raus mal eben in ausreichender Menge. Naja, in ausreichender Menge noch nicht, aber auf jeden Fall so ein paar schon mal. Zack und zack. Ja, das ist so doof. Ich hasse, also ich liebe Carpenter's Blocks, aber ich hasse Carpenter's Blocks. So, so. So. So, so. Nee, den Controller doch nicht hier hin. Mensch, wo kommen wir denn da hin? Da sind die schon wieder alle. Na gut, dann können wir hier oben schon mal das Zeug wegreißen. Warte mal, das ist die Free-for-All-Kiste. Hier müsste die Axt drin sein. Jawohl. Dann fangen wir mal eben da oben an, den Kram wegzukladetschen. So. So. Genau so. Da werde ich das mal ein bisschen vorsichtiger machen. Ich habe nämlich keine Lust, schon wieder die halbe Außenmauer versehentlich mit einzureißen. Warte mal, das können wir noch wegklöbeln hier. Ach, das sind auch alles. Alles Carpenter. Na gut. Schade. Dass ich da nicht so einfach hochkommen kann. Warte mal, hier wird es ja schon gehen. Genau. Und hier noch nicht. War ja klar. Mist. So, haben wir noch ein paar Bricks schon fertig. Jo, die sind gleich komplett fertig. Und dann werde ich auch direkt mal eben den Ofen hier abbauen. Weil der steht uns ja so ein bisschen im Weg, genauso wie diese Kiste. So. Ofen weg. Ofen weg. Ja, jetzt werde ich alles wegreißen müssen, ne? Komme ich nie raus. So. Naja, gut, ist halt so. Der sieht doch doof aus. Da kommt auch so ein anderer hin. Wie heißt er? Ne? So ein Seared Ding. So. So. Kann ich hier nochmal eben zu Ende machen? Hinten die in der Ecke sind eigentlich auch voll über. Kann ich eigentlich sparen. Und dann mache ich da halt solche für hin. Die auch noch nicht mal nötig wären, aber naja. So. Jetzt wäre die Frage, ob ich hier vielleicht mit Carpenters Blocks was machen kann, um da eine schicke Ecke hinzukriegen. Jo. Geilo. So, okay. Dann machen wir hier an der Seite. Also die Steuerung möchte ich ja schon vorne haben. So, und warte mal, wir haben jetzt fünf Stück. Das heißt, wir könnten hier. Warte mal, bin ich jetzt blöde? Wir haben ja gar nicht fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann ist der hier ja noch viel zu früh. So. Zack, zack. Jetzt haben wir da fünf. Hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Jawohl. Mache ich jetzt nur, um es optisch zu haben, mal eben hier noch eine Reihe vor. Das wird die Außenmauer. Okay, so. Dann haben wir hier, würde ich sagen, den Controller. Dann haben wir da vier, eins, zwei, drei, vier Ausgüsse. Und hier hätten wir auch vier Ausgüsse. Aber wir müssen ja die Tanks noch irgendwo unterbringen. Das heißt, wir machen das einfach mal so, dass wir
da einen Tank hinmachen. Und... Na. Nee, Moment. Und, ja. Ja. Doch, da machen wir einen Tank hin. Hier machen wir ein Glas hin. Genau. Und das andere werden die Ausgüsse. Und ich habe die viel zu nahe gesetzt. Ich bin ja der besten einer. So, Smeltery Controller kommt nämlich dahin. Und da kommt, nehmen wir den. Da kommt der Tank hin. Dann hätte ich jetzt 4 Ausgüsse. Das heißt, ich mache hier noch einen Tank hin. Ja, dann passt das ja auch gleich viel besser. Noch einen Tank. Und da das Fenster. Und da kommen die Ausgüsse hin. Yay, so wird's gemacht. Ausgüsse, Smeltery Drains. Müsste ich doch irgendwo 6 haben. Ich habe sogar 8. Nett. So, 1, 2 und 3. Und 1, 2 und 3. Kann ich da unten die Dinger auch schon wieder wegklatschen. Jetzt weiß ich ja, wo ich enden will. Na komm. So. Nee, der untere konnte zwar weg, aber der obere nicht. Der. So. Ja, und jetzt zumachen das Ding. Außer natürlich da, wo die Scheibe ist. Da gehen wir mit Scheiben nach oben. Oh. Warum macht er denn da unten 3 Felder zu? That's a good question. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 ist ja Blödsinn. Achso, das ist nur, weil die Zahl jetzt ungerade ist, oder was? Ja, alles klar. Okay, ich hatte schon Angst. Tja, ich muss mir mal eben hier irgendwie so eine kleine Treppenstufe bauen. Oder beziehungsweise, warte mal. Ich lass mir hier mal eben einen Ausgang. Hey! Oh ja, ein Haze dazu. So gehört sich das. Das hier fällt, wa? So, und jetzt kommt das Ganze auch 5 nach oben. 2, 3, 4 und 5. Das ist die Höhe, die wir erreichen. Na, shit. Die wir erreichen wollen, wollte ich sagen. Aber da hatte jetzt doch das Spiel irgendwie was dagegen. So, hier habe ich den zu viel gesetzt, denn da sollte ja ein Fenster rein. Damit wir da so ein bisschen Überblick haben, was überhaupt los ist da drin. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen mehr Growth. Oder? Na komm, wir machen erstmal mit den 16 Stück weiter. Obwohl, ne, die werden niemals reichen. Also Clay, Gravel und Sand. Ich habe auch nicht mehr alles für Gravel, ne? Da ist noch Gravel, sehr gut. So. Und jetzt sag mir nicht, man kann die nicht zurückver... Achso, muss ich die abbauen, wa? Das ist ja bekloppt. Na gut, komm. Merkel, Clay niemals zusammenklatschen, wenn man es nicht wirklich will. Wo ist denn meine... Ach, mein Exkavator habe ich weggepackt, wa? Na, super. Das läuft ja wieder mal vortrefflich. Aber macht nichts, dann klatsche ich das hier einfach von hier unten durch. So. So, jetzt sollte ich aber genug Clay in Clay-Form dabei haben. Natürlich.
Gut. Gravel und Sand. Und dann machen wir uns Groot. Und der wird hier backen. Und den Clay packen wir mal wieder weg. So. Okay. Dann können wir trotzdem mit denen schon mal weitermachen. Na komm, dann bauen wir uns hier halt aus Clay mal kurz eine kleine Treppe. Zack, zack. Ja, und hier melden wir das Ding wohl mal kurz. Das ist so blöde. Ach, warte mal, jetzt kommen da normale Bricks rein. Auf den Scheiß falle ich doch nicht wieder rein. So. 1, 2, 1, 2, 1. Nee, da nicht. So. 1, 2. Ja, und dann können wir hier ja eigentlich über der Schmelze uns den schönen Gang machen. Auch cool. So, jetzt haben wir die Fenster. So. Und aber keine Steine mehr. Na gut. Dann baue ich mir hier mal eben zurück. Ich meine, zu Ende die Treppe. Damit ich hier gleich vernünftig wieder hochkomme. So. Und guck mal, was die Bricks so machen. Und den Kram kann ich schon mal zurückschmeißen. Wir haben da einen Skelettschädel hier auch noch reichlich. Was ist denn da los? Achso, die haben wir aus dem Regal genommen, wa? Wobei, warte mal, die Regale können wir dann eh abbauen. So. Die Trockenregale auch. Denn die sind ja nur im Weg. Im Weg. Sie sind ja nur im Weg. Im Weg. Sie sind ja nur im Weg. Tja, wo wir gerade von im Weg sprechen, da können wir dann besser eine gerade Wand hinziehen. Und na komm, machen wir unten Mossis und dann die drüber. So. Achso. So. Und da. Ja, weiß ich auch nicht. Also. Vielleicht machen wir da gerade. Weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Müssen wir einmal schauen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt eine ganze Menge Scheiß im Inventar. Das heißt, ich brauche nochmal eine neue Kiste. Nicht, dass ich hier sowieso schon total den Überblick verloren hätte oder so. Nein, das ist nicht der Fall. Ist es. Kopf. 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 So, dann habe ich hier irgendwas, genau. Für benutzbare Blöcke. So, die Drains brauchen wir ja nicht mehr. Die Scheiben haben wir auch bis oben hin. Das heißt, die brauchen wir auch nicht. Ja, komm, die behalten wir mal im Inventar, weil wir haben ja keinen Platz, ne? Ist ja kein Problem. Der läuft. So, oh. Die kommt da rein. Und das kommt da alles so ein bisschen rein. Ach ja, und jetzt hoffe ich, dass endlich mal gleich die Dinger fertig geprutzelt sind. Naja, also für den Anfang können wir uns ja schon mal wieder ein paar machen. Wow, 11. Aber nicht so viele auf einmal hier. Oh, ich stelle gerade fest, wir müssen noch einen höher, wa? Warte mal. 1, 2, 3, 4. Jo, okay. Dann machen wir uns da noch eine Stufe hin, weil wir ja da sonst gar nicht mehr hinkommen. So. So. Und das wird gar nicht so schlecht hier. Dann können wir hier nämlich den mal kurz weghauen. Und dann haben wir nämlich hier einen schönen Durchgang. Also schön jetzt, ne? Also einen Durchgang halt. Oh, hübsch. Müsste man da vielleicht sogar noch eine Treppe nach oben machen. Um da vorbeizukommen, ey. Naja. Ah, dann brauchen wir natürlich doch noch eine Scheibe. Aber da machen wir mal eben kurz das hier wieder ordentlich.
Ne? So. Und. Ach, fuck. So, komm her. Da gibt es jetzt einen richtigen. Da haben wir die Wedge-Slopes. So. Wobei das eigentlich auch über ist hier, ne? Ganz im Gegenteil. Dann können wir hier mal so. So machen. Nee, der muss da stehen bleiben. Oh, das ist ja ein bisschen doof. Ich hätte das sonst hier schon gerne schräg abgetrennt, aber nee, das geht nicht. Kann ich höchstens so machen. Nee, komm, das bleibt so. Okay. So, dann müssen noch langsam schon mal wieder ein paar. Machen wir den Kram hier. Ah, das ist das Schöne mit der Treppe. Warte mal, vielleicht kommen wir da ja. Da müssen wir mal gucken. So. Und so. Und eine Scheibe haben wir doch noch gebraucht. Wo sind sie? Ich weiß, dass ich sie hier reingepackt habe. Wo sind sie denn? Ach so, habe ich schon rausgenommen. Okay. So. Tja, die drei, die bleiben uns irgendwie erhalten, ne? Sag mal, wer chirpt denn hier die ganze Zeit? Ich werde bekloppt. Hör auf zu chirpen, das macht mich nervös. So. Scheibe. Ach so. Ja, ist klar. So. Ja, jetzt brauchen wir immer noch welche. Ach. Das Leben ist eines der härtesten. Wir können aber, während das brennt, schon mal eben die Faucets anbringen. Da haben wir ja welche. So, eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Und dann können wir da hinten auch schon die Besins runterstellen. Weißt du, die Besins. So. Obwohl, nee, das können wir uns auch nochmal sparen. Denn wir können nochmal gerade gucken. Können wir denn hier auch von unten? Nee, so nicht. Genau, so sollte das sein. Ja, das sieht doch cool aus. Das machen wir. Und da können wir dann auch das Netz benutzen. Sehr schön. Als Textur. Oh. Na, hat ja gut geklappt. Können wir die Slabs nicht benutzen als Texturen? Naja, okay, dann eben nicht. Dann nehmen wir das noch. Und ich sehe schon, wir sind schon wieder lange über der Zeit. Aber wir gucken nochmal eben, ob das jetzt mit den Slabs funktioniert. Ich meine mit den Slopes. So. Ups. Geht das denn jetzt? Jawohl. Ah, schön. Dann können wir hier ja mal eben noch die restlichen, also den restlichen, mehr haben wir ja gar nicht, setzen. Ja, und dann, ne, würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, wie das hier weitergeht, ne? Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und irgendwann gehen wir auch mal wieder kämpfen, versprochen. Aber das hier, naja, es dauert halt ein bisschen, aber es muss sein. Ciao, ciao.